Am Ende des Interviews spricht Marcel NDJ eng nochmal Klartext. Es muss das Hauptziel sein, jeden Sportler besser zu machen und gesund zu halten. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass Athleten Schmerzblocker für den Umgang mit Verletzungen benutzen, stellt der Ex-Profi im Interview mit im Football dar. Täglich ziehen sich Profis muskuläre Verletzungen zu. Arjen Robben, Marco Reus und Co. verpassen unzählige Spiele aufgrund von Problemen mit der Muskulatur. Die Alternative hat in DJ eng gleich parat, Neuroathletic Training, NET. Die Neurodrills erobern den Markt in beeindruckender Geschwindigkeit, die Zukunftsperspektiven sind glänzend. Sport 1 und im Football erklären, was hinter dem geheimnisvollen Training steckt. Die Idee beim NET wird der Blickwinkel auf die Ursache einer Verletzung bzw. eines Defizits gelegt, nicht wie bisher auf das Symptom. Das Ziel ist es, den Bewegungsablauf besser und effizienter zu machen, erklärt Jan-Ingvar Kalsenbracker, der bei Bundesligist FC Augsburg unter Vertrag steht. Die Übungen sind eine Kombination aus Erkenntnissen der Sportwissenschaften und den Neurowissenschaften, die letztendlich eine Verbesserung der eigenen Performance zur Folge haben. Vordenker Lars Lienhardt sieht in dem Ansatz gar die Chance, den kompletten deutschen Sport zu verändern. Er hat 2010 die Methode gemeinsam mit Martin Wedemann nach Deutschland gebracht und bekannt gemacht. Die Ursprünge seiner Anfänge hatte das Training im Jahr 2010, das Team Focus on Performance um Lienhardt und Wedemann wollte die Herangehensweise an Bewegung und Training revolutionieren. Dafür implementierte Lienhardt die Methode, die Chiropraktiker und Evolutionsbiologe Dr. Eric Kopp in den USA auf den Weg gebracht hatte, auch in Deutschland. Als erster Profifußballer kam Kalsenbracker mit der neuartigen Idee in Verbindung, twitter.com/im-football-status-11303784643520217. Der Verteidiger litt seit längerer Zeit an muskulären Problemen und kam mit Lienhardt in Kontakt. Ich bin dann dran geblieben und habe täglich trainiert, weil mich das Training besser gemacht hat, erinnert sich Kalsenbracker im Gespräch mit im Football. Was passiert hier eigentlich gerade? Als sich schnell erste Erfolge einstellten, empfahl der heute 34-Jährige das Training an seine Mannschaftskollegen in Augsburg weiter und begann parallel die NET-Ausbildung bei Dr. Kopp. Wir haben dann eine kleine NET-Trainingsgruppe gegründet. Im ersten Training dachte ich, was passiert hier eigentlich gerade? Es ist Wahnsinn, welchen Effekt einfache Übungen über neuronale Stimulanz haben, meint NDJ Eng, der sich von Kalsenbrackers Erfolgen inspirieren ließ und in die Trainingsgruppe einstieg. Das Training bei den sogenannten NET-Drills wird zunächst Input über das visuelle sowie das Gleichgewichtssystem und die Körperwahrnehmung gegeben. Dieser wird durch das Gehirn interpretiert und entsprechende Bewegungen als Output weitergegeben. Es wird nach der schwächsten Stelle im System gesucht und von dort beginnt dann der Trainingsprozess, erklärt Kalsenbracker. Durch die gezielte Einbindung des Gehirns bekomme man mehr Trainingsmöglichkeiten und Ansatzpunkte, um muskuläre Probleme und Verletzungen zu erklären und vorzubeugen. Dies geschieht bereits durch kleine Änderungen des gewohnten Trainingsablaufes, die nicht einmal besonders athletisch aussehen. Außenstehende können sich nicht vorstellen, dass Kleinigkeiten einen so großen Einfluss auf den Bewegungsoutput haben können, berichtet Kalsenbracker. Die Zielgruppe, egal ob Hobbysportler oder Nationalspieler, NET eignet sich für Sportler jeglichen Niveaus. Für jeden, der das Ziel hat, besser zu werden, ist das eine sehr gute Möglichkeit. Das Training berücksichtigt immer das individuelle Leistungsvermögen, sagt der FCA-Profi. Auch Athleten aus anderen Sportarten haben die Neurodrills in ihren Trainingsplan integriert, beispielsweise nutzen es Kombinationsweltmeister Fabian Riesle oder Spitzenleichtathletin Gina Lückenkämper regelmäßig.
Die Erfolge naht war als Bestandteil des Teams hinter dem Team am Gewinn der Fußball-WM 2014 beteiligt. Nachdem DFB-Manager Oliver Bierhoff auf Empfehlung von Per Mertesacker Lien hat und sein Team ins Vorbereitungstrainingslager nach Südtirol eingeladen hatte, kamen die deutschen Nationalspieler mit dem modernen Ansatz in Kontakt und nutzten die Neurodrix regelmäßig auf dem Weg zum Triumph in Brasilien. Ex-Nationalspieler Mertesacker referierte im Herbst 2018 sogar auf einer Konferenz über Net. Auch Bayern-Star Serge Gnabry schwört auf die Übungen. NDJ Eng und Kalsenbracker haben ebenfalls faszinierende Erfolge mit dem Übungsansatz gefeiert. Traumtor statt Karriereende. So gelang dem Mittelfeldspieler 2015 in einem Testspiel mit dem SC Paderborn ein Volleytor aus 40 Metern, das von der FIFA für das Tor des Jahres nominiert wurde. Bei diesem Tor habe ich genau die Situationen im Vorfeld trainiert, allerdings nicht aus großer Distanz. Ich habe die Kontrolle und Stabilität meines Körpers für diese Volleyschüsse trainiert. Am Ende musste ich einfach nur den Ablauf aus dem Training wiederholen, erklärt der 36-Jährige. Dabei hätte der heutige Juniorentrainer des KFC Uerdingen beinahe mit 29 Jahren seine Karriere beenden müssen. Ich hatte große Gelenkbeschwerden und eine Operation, die mich weit zurückgeworfen hat. Dank Net konnte ich jedoch wieder meine gewohnte Leistung bringen. Deutlich heftiger hatte es Kalsenbracker erwischt. Der frühere Junioren-Nationalspieler wurde beim Europa-League-Spiel bei Partizan Belgrad 2015 so schwer verletzt, dass er 16 Monate pausieren musste. Die niederschmetternde Diagnose: Wadenbeinbruch, großflächige Knorpelabschirrungen, Abriss aller Innenbänder und Knochenmarködem im Sprunggelenk. Schmerzfrei trotz Horrorverletzungen ihn Horrorfoul, das bei vielen Fußballern das Karriereende bedeutet hätte. Kalsenbracker kam jedoch zurück, war bei seiner Leihe in Kaiserslautern 2018 Leistungsträger und kam auch in dieser Saison bereits in der Bundesliga zum Einsatz. Durch das disziplinierte Ausführen der Übungen erlebte der Routinier nach seiner Horrorverletzung 2015 keine gesundheitlichen Rückschläge mehr und ist seit Jahren verletzungsfrei. Durch die damalige Verbesserung meiner Bewegungsabläufe und Beseitigung der muskulären Probleme hat meine Profilaufbahn insgesamt betrachtet eine erfreuliche Entwicklung genommen. Ich fühle mich auch jetzt mit 34 Jahren noch jung und frisch und habe keine Schmerzen, berichtet er im Football-Interview. Für Kalsenbracker, der seine Ausbildung und Weiterbildungen im Bereich Net in Skandinavien und den USA absolvierte, wird auch nach der Karriere Neuroathletic-Training neben seinem Master im Sportmanagement im Fokus stehen. Die Zukunftsperspektiven: durch das Training wird das Leistungsvermögen der Athleten gesteigert. Darum wird es sich sicherlich bald in der Fußball-Bundesliga sowie anderen Sportarten etablieren, hält Kalsenbracker fest. Die Bekanntheit und der Einsatz des Trainings wächst rasant. Schon jetzt trainieren regelmäßig einige Top-Talente und Junioren-Nationalspieler des FC Bayern und von Borussia Dortmund mit dem Neuroansatz. Beim FC Arsenal hat sich die Trainingsart in der Jugendakademie dank Leiter Mertesacker längst etabliert. Auch andere europäische Top-Clubs sind auf das Team Focus on Performance aufmerksam geworden. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesliga-Vereine das Training regelmäßig nutzen. Langfristig ist es unabdingbar, dass Neuroathletic-Training für gezieltes individuelles Training genutzt wird, meint NDJ Eng. Das Training der Zukunft jetzt auch bei YouTube. Bei ImFootball können auf dem YouTube-Kanal bereits zahlreiche Net-Basis- und Grundlagenübungen angeschaut werden. Wöchentlich erschienen zwei neue Videos. Professionelle Neuroathletic-Trainer erklären die einfachen Basisübungen. Profifußballer führen sie aus, nachzumachen für Sportler auf jedem Niveau. Ziel ist es, dass der interessierte Hobby- und Leistungsfußballer sein Trainingsspektrum erweitern kann, einen Einblick in neurozentriertes Training bekommt und ersten Erfahrungen sammelt. Im Football, die Fußball-App für News, Ergebnisse, Live-Scores und Videos. Jetzt gratis downloaden.